3, 2, 1, hey! Hiermit ist der Weihnachtsmarkt 2018 eröffnet. Oh, 2017 sind wir. Naja, das mit dem Jahr üben wir noch, aber so viel steht fest. Weihnachtsmarkt und Schlachtezauber sollen zusammen ab heute mehr als 3 Millionen Besucher anlocken. Kerstin Use von der Schwenkbraterei hofft jetzt auf ordentlich Umsatz. Mittlerweile hat es einen hohen Stellenwert bekommen, der Weihnachtsmarkt. Hat man früher nicht so gesehen, sage ich mal. Aber mittlerweile ist das schon, ich sag mal, Freimarkt und der Weihnachtsmarkt ist schon, sag mal, sind die wichtigsten Veranstaltungen für uns. Festliche Stimmung, Glühwein und Geschenke stehen zwischen Domshof und Schlachte jetzt einen Monat lang im Vordergrund. Doch spätestens seit dem LKW-Anschlag von Berlin im vergangenen Jahr gehören Sicherheitsfragen untrennbar zum Weihnachtsmarkt dazu, auch in Bremen. Mit wie vielen Beamten genau wir präsent sein werden, das dürfen wir natürlich an dieser Stelle nicht verraten. Warum nicht? Das sind taktische Erwägungen. Wir wollen flexibel sein, wir wollen flexibel reagieren können, auch in verschiedenen Szenarien, die auf uns zukommen können. Ganz gleich, wie viele Polizisten es am Ende sind. So viel ist heute offenkundig. Wegen der Straßenbahn wird auf LKW-Hindernisse wie Betonpoller verzichtet. Wir können uns aber vertrauen, wenn wir sagen, wir haben verschiedene Szenarien vorgedacht. Und wir sind auch in der Lage, flexibel zu reagieren. Und dazu gehören beispielsweise auch Zufahrtssperren, die wir flexibel und schnell einrichten können. Auch wenn die Polizeistrategie damit etwas geheimnisvoll bleibt, sind sich die Besucher des Marktes heute einig. Sie haben keine Angst vor Terror. Also ich denke, wenn irgendwas passieren soll, dann passiert das so oder so. Mit Poller oder ohne Poller. Ich habe das Gefühl, dass hier in Anbetracht, was allem passiert ist mit den Autos und so, die in die Mengen gefahren sind, dass man hier, glaube ich, keine Angst haben muss. Wir kommen aus Berlin und man denkt natürlich schon an die Geschehnisse des letzten Jahres zurück. Aber Angst, ich meine, dann könnten wir gar nichts mehr machen, dann dürften wir nicht mehr einkaufen gehen, dürften nicht auf die Straße gehen. Sicherheit auf dem Weihnachtsmarkt. Auch Kerstin Use nimmt das recht gelassen. Klar sollte man sich Gedanken machen, aber man sollte das auch nicht zu sehr auf die Spitze treiben. Also ich bin sowieso hier, es ist mein Job und ich hoffe, dass die Besucher das auch so sehen, dass sie das, den Weihnachtsmarkt feiern und genießen. Und ich fühle mich hier sehr sicher. Definitiv. Schausteller und Besucher haben vielleicht auch deshalb keine Angst, weil hier neben der Polizei auch der Roland für Sicherheit sorgt. Und der hat schließlich schon 600 Jahre Übung.